Servus Leute, ich bin's, der Steffen. Willkommen hier zum achten Teil der ehemaligen Videothek in Nürnberg. Ich bin jetzt hier in der Schweigerstraße unterwegs und das Haus, was ihr da drüben seht, mit den Fenstern und mit der roten Umrandung, da war früher die Cinemathek drin. Und die gibt's bestimmt auch schon 15 Jahre nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wie lange es hier die Videothek gegeben hat. Ich war auch hier nie Kunde. Das Geschäft hier an der Ecke gegenüber, da war ich vorhin drin, habe mit den Mitarbeitern oder mit dem Chef gesprochen. Der hat mal gesagt, dass ein Teil der Videothek auch da drin war, wo sein Geschäft jetzt ist. Da ist ein Fernsprecher zu sehen, da gibt es ja auch nicht mehr viele davon. Ich kenne ja auch noch die gelben Telefonzellen. Die haben ja meistens einen wunderbaren Geruch drinnen gehabt, ja. Also wirklich nicht angenehm. Aber es war ja eine schöne Zeit, muss ich sagen. Man hat ja auch interessante Gespräche in den Telefonzellen gehabt. Dann gab es ja auch noch viele Telekom-Telefonzellen, die von außen rosa und weiß waren. Da gibt es aber auch nicht mehr viele. So Leute, dann würde ich mich jetzt mal aufmachen zu den nächsten zwei ehemaligen Videotheken. Bis gleich dann. So Leute, ich stehe jetzt hier in der Steinbühlerstraße und vor mir seht ihr die zwei ehemaligen Videotheken. Und zwar hier das Gebäude mit den vielen Glasfenstern, das Park-Inn-Hotel, Park-Inn heißt es, ja. Da war früher das Videoland drin und das ist jetzt auch schon über 15 Jahre her. Ich würde schon sagen, das geht schon an die 20 Jahre. Und das gelbe Haus hier neben dem Park-Inn-Hotel, da war früher auch Videothek drin. Aber das ist schon weit über 20 Jahre her. Da war ein Kumpel von mir, Kunde, und der hat gesagt, da war früher die Markis Videothek drin. Aber ich weiß auch noch, dass draußen ein Videoland-Zeichen war. Kann ja sein, dass dann der Videothekenbetreiber vom gelben Haus später hier in das frühere Videoland hier reingegangen ist dann. Die Videothek war hier im Erdgeschoss. Ihr seht doch die Schrift Park-Inn, unten drunter die Tür. Das war auch früher die Tür, wo es zur Videothek reingegangen ist. Die Tür da an der Fassade, wo die beiden Autos hier stehen, der weiße und der schwarze, also in der Mitte die Tür, da war die FSK 18 Abteilung drin. Wie lange es die Videothek gegeben hat, das weiß ich nicht. An den Fenstern hier im Erdgeschoss, da waren früher immer die Filmplakate zu sehen. Ich war hier selber auch Kunde in der Videothek, ich bin aber nur ein paar Mal hingegangen und habe was ausgeliehen. Aber im Nachhinein habe ich nur ein paar Wochen immer wieder versucht, einen Film zu bekommen. Der war lange hier nicht zu kriegen, obwohl der damals schon, wo ich ihn versucht habe zu bekommen, 3 Jahre alt war. Und mein Kumpel hat gesagt, den musst du unbedingt ausleihen, der ist so gut, der Film. Das war der Film Blood in, Blood out. Und nach Wochen irgendwann einmal war er zum Verleihen da und dann habe ich ihn geholt. Den habe ich ja damals nur in dieser Videothek gefunden oder gesehen.
Das ist so ein Film, wo ich ihn das erste Mal angeschaut habe. Hat er mir eigentlich nicht so gefallen, der war jetzt nicht schlecht. Aber wo ich ihn dann das zweite, dritte Mal angeschaut habe, muss ich sagen, fand ich ihn immer besser. Und am Schluss kann ich sagen, bis jetzt ein super, ein klasse Film. So Leute, das war es jetzt hier mit dem achten Teil von den ehemaligen Videotheken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald und ciao.